bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Wie bin ich? Was willst du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Ich würde immer noch gerne wissen, weshalb du mit mir reden willst. Hab gehört, dass du den Minuteman wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minuteman überhaupt zurückhaben wollen? Das Commonwealth braucht die Minuteman. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ach, was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort ist der Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne, noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Sämtliche Minuteman dagegen werden um Unterstützung gebeten. Hier ist Radio Freedom. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Leichter gesagt als getan. Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Sieh mal einer an. Du hast ihn schon freigeräumt. Gute Arbeit. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Ziemlich dunkel hier unten. Pass besser auf, wo du hintrittst. Erledigt.
Ich glaube es nicht. Hätte nie gedacht, keine Munition verschwendet. Commonwealth. Verdammt, ist so lange her. Vereint stehen wir. Ja, das war's. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist, General McGann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende. Aber die Minutemen bestehen weiter. Lohnt nicht, wegen einer Sache sentimental zu werden. 40. Okay, da wären wir. Schauen wir mal, ob man von hier noch reinkommt. Also, hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was noch übrig ist. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen, Baupläne für Artillerie. Thank you.
All das für ein paar alte, vergilbte Papierchen. Das ist ja wohl ein Scherz. Jetzt stell dich doch nicht dumm. Die alten, vergilbten Papierchen werden uns dabei helfen, das Commonwealth zurückzuerobern. Okay, schnapp dir die Baupläne und dann los. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Hey. Entschuldigung. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Alles ruhig hier. Bleibt bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit.
Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit den Probeschüssen anfangen können. Vielleicht etwas zurückgehen, nur für alle Fälle. Jetzt Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein, General. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Ja, sie weiß wirklich, wie man die Dinge in die Hand nimmt. Ha, was ich so gehört habe, ist das eine ziemliche Untertreibung. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran.